Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es darum, wie Sie in Microsoft Dynamics 365 Business Central Direktlieferungen oder auch Streckengeschäfte genannt anlegen können. Kurz zur Erinnerung, bei einer Direktlieferung nehmen Sie eine Vermittlungsfunktion ein. Das heißt, Sie kaufen die Ware vom Lieferanten und verkaufen diese an einen Kunden weiter, ohne dabei jedoch die Ware selbst zu lagern oder zu versenden. Im Programm lässt sich eine Direktlieferung ganz einfach abbilden. Im Folgenden verwende ich den buchhalterischen Begriff Kreditor für Lieferanten und Debitor für Kunde. Für eine Direktlieferung erstellen Sie einen Verkaufsauftrag und ordnen ihn einer Einkaufsbestellung zu. Um einen Verkaufsauftrag in der Software zu erstellen, wählen Sie auf der Startseite die Aktion Verkaufsauftrag aus. Es öffnet sich dieses Fenster. Nun muss der Kunde bzw. der Debitor eingetragen werden, für den der Verkaufsauftrag erstellt werden soll. Hier wähle ich beispielhaft die Anaptis aus. Dann gehe ich weiter runter und trage die Artikel ein, für die es eine Direktlieferung geben soll. Beispielhaft wähle ich den Artikel Athens Schreibtisch aus und trage die Menge 10 ein. Dann muss noch ein Haken bei Direktlieferung gesetzt werden. Das ist der Unterschied zu den gängigen Verkaufsaufträgen. Wie Sie sehen, gibt es hier ein solches Feld nicht. Dies kann auch bei Ihnen der Fall sein, weil das Feld nicht standardmäßig eingestellt ist. Um dieses einzufügen, gehen Sie auf Personalisieren und wählen dann die Tabelle mit den Artikeln an. Dann wählen Sie oben Plusfeld aus und scrollen bis Direktlieferung runter. Jetzt ziehen Sie den Kasten in das rote Feld, womit die Spalte eingefügt wird, dann klicken wir auf Fertig. Jetzt kann der Haken bei Direktlieferung gesetzt werden. Der Verkaufsauftrag ist vorbereitet. Damit das Produkt auch bei Ihrem Kunden ankommt, erstellen wir nun die Einkaufsbestellung. Dafür gehen wir auf der Startseite auf Einkaufsbestellung. Der Kreditor ist hier beispielhaft Fabrikant. Die Kreditorenlieferungsnummer sowie die Kreditorenrechnungsnummer können Sie erst eintragen, wenn die Lieferung erfolgt ist und Sie die Rechnung von dem Lieferanten erhalten haben. Als nächstes scrollen wir nach unten zu Lieferung und Zahlung und stellen die Lieferadresse auf den Debitor und damit die Anaptis ein. Oben rechts wählen Sie jetzt weitere Optionen, dann Aktionen und links Funktion aus. Bei Direktlieferung wählen wir Auftrag holen an. In dem neuen Fenster wählen wir den vorher erstellten Verkaufsauftrag aus und klicken auf OK. Die Tabelle mit den Artikeln ist nun automatisch ausgefüllt worden. Nun wählen wir die Zeile mit der Bestellung aus, dann klicken wir noch einmal weitere Optionen und gehen dann auf Bestellung und anschließend auf Direktlieferung und wählen Verkaufsauftrag aus, um beides zu verknüpfen. Der Hintergrund für diese Verknüpfung von Einkaufsbestellung und Verkaufsauftrag ist, dass bei der tatsächlichen Lieferung an den Kunden am Ende nur ein Beleg gebucht werden muss. Wird beispielsweise der Verkaufsauftrag gebucht, so wird die Einkaufsbestellung automatisch mitgebucht, sodass am Ende der vollständige Vorgang einkaufs- und verkaufsseitig durchgebucht wurde. Ohne diese Verknüpfung kann die Buchung einer der beiden Belege in Vergessenheit geraten, was so umgangen wird. Der zweite Grund für die Notwendigkeit dieser Verknüpfung von Einkaufsbestellung und Verkaufsauftrag ist, dass das System so bei der Nutzung der automatischen Funktion Bestellvorschlag gar nicht erst die Planungsparameter und eigene Bestände prüft und auf der Basis einen Vorschlag für eine Warenbestellung macht, sondern von vornherein unter der Bedingung kalkuliert, dass die Lieferung direkt vom Lieferanten an den Kunden erfolgen soll und die Bestellung entsprechend erzeugt. Nachdem die Direktlieferung nun im System angelegt wurde, können Sie Ihren Kreditor anweisen, die Ware an Ihren Debitor zu senden, indem Sie zum Beispiel die Bestellung per PDF an ihn schicken. Als letzter Tipp noch, bevor Sie die Einkaufsbestellung in Rechnung stellen, müssen Sie den Verkaufsauftrag buchen. Falls Ihnen dieses Video helfen konnte, lassen Sie doch ein Like da. Und falls Sie noch irgendwelche Fragen zu Microsoft Dynamics 365 Business Central haben, melden Sie sich gerne bei uns. Bis zum nächsten Mal.